Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Ich wollte mit euch noch hier die zwei Damen hier abklappern. Die eine habe ich jetzt da schon. Jetzt ist die Madame dran hier dran. Und dann werden wir uns nochmal zum Drachentrainer begeben. Quatsch, nicht Drachentrainer. Kampf. Kampfdude. Zur Kampfdudine. Ich bin der Schwanz des Drachen. Okay. Die eine war der Atem des Drachen. Ich bin die jüngste von drei Schwestern und als Schwanz des Drachen bekannt. Nur mit einem Schwung fege ich dich weg. Ja, gut. Dann zeig mal. Viscargo. Aha. Ja. Das ist sehr effektiv. Ja, ich sehe schon. Naja, sie ist, es ist halt auch nicht Typ, ne? Also. Machen wir mal eine Psychokinese. Oder auch weg. Jetzt muss ich doch den Schwanz einziehen. Oh, wie süß. Hast aber schön gesagt. Hihi. Ausgetrickst. Ich wollte einmal nach oben. Genau, hier oben wird er wahrscheinlich rumgucken. Verteidigung. Du kannst nicht auf mir rein und reiten. Wieso nicht? Kannst doch. Hallo. Ich wollte eigentlich gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay. Überall sind hier Items. Es ist so schrecklich und so gut zugleich halt einfach, ne? Es ist so schrecklich und gut zugleich. Man weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Überall findet sich noch was und überall ist noch was und überall denkt man sich so, oh, da komme ich gleich nicht mehr hin und dann versucht man, was zu machen. Hi. Okay, die ist super geheilt. Dann. Nein! Immer diese aggressiven Pokémon hier. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin die älteste von drei Schwestern und als die Schwingen des Drachen bekannt. Dich puste ich mit meinem Flügelschlag weg. Tu das. Oh, Mina. Uha, mir. Das ist die Weiterentwicklung von Dings. Von der kleinen Fledermaus. Nochmal Psychokinese. Wieso ist das Ding so schnell, viel schneller als ich? So. Da bin ich wohl auf die Nase geflogen. Ja. Also ich glaube, ich nehme Flutterfy, Cheerleader und ja, die mit rein. Die drei. Ich denke, die werden es machen. Achso, ja du. Ich will nochmal was kurz austesten. Wie Psycho sich nochmal auf Geist verhält. Nur effektiv, okay. Ich stehe auch direkt davor. Sehr gut. Da oben. Oh, ich will eigentlich da oben nochmal hin. Moment. Da oben, da bei den Ruinen, ist garantiert noch ein Item.
Also wie gesagt, also erkunden werde ich jetzt hier groß mit euch nicht. Wir werden jetzt das oben nochmal angucken und dann. Es gibt immer so viel zu sehen. Wusste ich doch, dass da ein Item ist. Und dann werde ich mich mal selbst offscreen hier hinsetzen und sagen, hier, ich gucke jetzt mal da und. Hier, also bei den Ruinen findet man immer auch ganz gern diese Gierspinst-Sachen. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ist das euer Ernst? Wieso mache ich das eigentlich jetzt schon wieder hier? Ja, okay. Tackle, oh mein Gott. Okay, wir waren hier jetzt so ein bisschen. Da ist halt Dings. Wir waren hier so drinne. Das schaffe ich jetzt nicht mit euch zusammen zu gucken. Das mache ich den Offscreen. Ne? Ich möchte ganz gern. Wieso hatten wir das jetzt nicht gezählt? Aber ich war doch schon mal da gewesen. Und habe mich geheilt. Wieso hatten wir das jetzt nicht gezählt? Ich bin der Meinung, ich hätte eben gerade was leuchten sehen. Ja, da. Sie hatten ja das jetzt nicht genommen. Habe ich mich hier nicht geheilt? Hallo. Also es gibt hier sehr viele Zonen wieder, um irgendwas zu kriegen. Das ist sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich mit Forgita anfange. Also die zwei auf jeden Fall. Psycho ist halt gut gegen aber sie hat halt so einen krassen Angriff. Wir würden Kampfattacken nicht wehtun. Entweder den oder den. Ich nehme dich. Und ich nehme Yadi nach vorne. Nee. Nee, ich mach das auch so. Ich sehe nichts. Muss lang. Wir haben jetzt genug rumgedümpelt. Was macht ihr denn da? Nicht schlecht, du hast definitiv Talent. Ich kann nicht glauben, dass du die Angriffe von meinem Pokémon abwehren konntest. Du bist auch echt gut. Dein Name war Ryoba, richtig? Du hast eine sehr ausgefeilte Taktik. Aber warum bewacht der Boss jetzt persönlich den Eingang? Hast du kein Vertrauen in deine Kameraden? Pass auf, was du sagst. Ich bin hier, weil ich nicht will, dass außer mir noch jemand verletzt wird. Was für ein gutherziger Boss. Aber na gut, sollen wir uns wieder unserem Kampf widmen? Sag dazu jetzt was. Na nun, wer ist das? Maika, da bist du ja. Ich habe diese Schülerin angesprochen, da sie aussah, als gehöre sie zum Team Star. Dann hat sie mich plötzlich angegriffen und ja, der Kampf ist seit eben vorbei. Ja, okay. Ryoba. Ach, Ryoba, dachte ich mir doch, dass ich dich hier finden würde. Mispa, ich finde die Uniform halt von dem Team Galactic, Team Star eigentlich voll schön, abgesehen von den komischen Helmen. Finde ich das mit Shorts? Die dürfen Shorts tragen, ne? Ich nicht. Alles in Ordnung mit dir? Bist du verletzt? Mir geht's gut, keine Sorge, aber bring dich besser in Sicherheit.
Nächster, ich übernehme jetzt. Geh du zurück ins Versteck, Ryoba. Nein, das kann ich doch nicht einfach auf dich abwälzen. Ryoba, es reicht. Bis unser Big Boss zurückkommt, muss ich euch Mitglieder der Kaff-Bande beschützen. Ebenso wie alle anderen vom Team Star. Und genau deshalb solltest du dich jetzt ausruhen gehen und Energie tanken. Als Boss kann ich mir das nicht, aber nicht leisten. Ryoba, ich bitte dich, hör auf mich. Wir sind doch Freunde. Okay, tut mir leid, Miss Bar. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ein von Herzen, hasta la vista, tut's auch. Hasta la vista! Also würde sie die Maske nicht tragen, wäre die bestimmt echt hübsch. Ach, jetzt kriegt ihr es mit mir zu tun. Na los, komm schon, ich nehm's mit euch beiden zugleich auf. Maika, meine Pokémon und ich sind vom Kampf eben noch etwas aus der Puste. Tut mir leid, dich so unter Druck zu setzen, aber kannst du das allein auf den nehmen? Ja, na gut, ausnahmsweise. Na schön, weil du es bist. Vielen Dank, dann ich überlasse dir alles. Ich werde Ryoba mit aller Kraft beschützen. Bist du kampfbereit? Ja. Fangen wir an. Ja, los, fangen wir an. Team Star fordert dich heraus. Klibunkel. Gift. Er schaudert, ja, weil er weiß, dass er gleich durch ist. Haben wir noch vielleicht ein AP Plus? Ich würde ganz gern Psychokinese noch mal ein bisschen verbessern. Und? Asaf. Ja, nee, kannst gleich weiterkämpfen. Vielleicht setze ich doch Cheerleader mit reinnehmen statt Chaos Papa. Wenn Fee vielleicht gut gegen Kampf ist? Letztendlich macht es nichts, wenn ich verliere. Das kann man jetzt so oder so sehen. Wenn ich Ryoba etwas Zeit zum Ausruhen verschaffen konnte, bin ich zufrieden. Ich habe meinen Teil getan, daher ziehe ich mich jetzt wieder zurück. Hasta la vista! Ring, ring. Sehr gut, du hast die Wache also bezwungen. Das ist das Versteck der Kampfmitglieder von Team Star, der Kaff-Bande. Ryoba, ihr Boss, ist Wrestlerin und unterrichtet die anderen Mitglieder im Kämpfen. Unsere Kampfansage an Team Star wird sie am meisten in Alarmbereitschaft versetzt haben. Es ist gut möglich, dass sie an vorderster Front mitkämpft, um einen Eindringling wie dich schnellstmöglich auszuschalten. Ich wusste es. Wie lief's? Ihr habt gewonnen. Ryoba ist geflohen? Ernsthaft? Nun, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das Versteck mit einem Frontalangriff zu erobern. Es ist Zeit, der Kaff-Bande ein Ende zu setzen. Läute die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. So. Lass mich nur mal ganz kurz heilen. Nee, das ist die Vorentwicklung, aber nicht die Zwischenstation. Deine Pokémon sind wieder topfit. Ich auch. Ich nehme Pokémon Wink. Ich nehme doch Stella mit rein. Ja, Beutel. War ich ein AP Plus? KP Plus. Klingt das was? Nee. Kraftfeder, Minze, Feuerstein. Nee, habe ich leider nicht mehr. Ich hätte ganz gern, oh, 30. Ey, Leute, die können wir gleich so boosten. Ja, da gibt es vielleicht keinen Alten mehr. Ich wollte tatsächlich Psychokinese ganz gerne verbessert haben, aber okay. Ding dong. Dingelingeling, Dingeling, hier kommt der Eiermann.
Ja. Dingelingling, Dingelingling, seht euch die Eier an. Egal wie klein ein einzelner Stern auch sein mag, zusammen ergeben sie ein funkelndes Sternbild. Wir sind das letzte Bollwerk von Team Star und werden ganz sicher nicht verlieren. Gelingt es dem Eindringling innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, wird ihm einfach der Boss den Garaus machen. Also können wir schon. Ja. Wieso bist du schon draußen? Ey, du sollst nicht mich angreifen. Das funktioniert so nicht richtig. Wo sind denn hier welche? Ja, jetzt schmeiß doch mal Pokémon, Mensch! Jetzt bleibt nicht stehen! Ich wollte, dass du das viel machst, aber okay. Wo sind denn hier noch welche? Es geht immer weiter höher. Weil es kann. Das hat jetzt lange gebraucht, aber irgendwie wollten die auch nicht so richtig heute. Boss, ich glaube, wir haben versagt. Du glaubst oder du weißt es? Wen haben wir denn vor? Eine Flutterfee, ne? Ryoba, der Boss von Team Star Kampfmitgliedern. Okay, konzentrier dich, Ryoba. Wer auch immer es auf Team Star abgesehen hat, wird zerschmettert. Dieses Mal laufe ich nicht davon. Ra! Hi. Ich glaube, ohne Maske würde die viel hübscher aussehen. Ich kenne mal schon. Das ist unser Revier. Ich lasse nicht zu, dass du es noch weiter verwüstest. Oh, Ahnung, ja. Toxiquark, du solltest auch Angst haben. Die hat 5. Der darf als erstes? Wieso? Ich kann genauso gut austeilen wie einstecken. Wer am Ende noch steht, gewinnt. Lucario, ne. Lucario ist fix, aber der hat nur Kampfattacken. Ist hier noch was anderes? Finsteraura, das wird wehtun. Ah. Wie kommt man? Ich finde, wir sind gut dabei. Epitaph. Ja, da wechseln wir. Weil ich weiß, dass das ein Geist-Pokémon ist. Tatsächlich.
Los, Yadi. Ich wollte Yadi schon die ganze Zeit umbenennen, ne? Du musst nämlich um Epitaph ist die Weiterentwicklung von Razaf und ihr müsst 100 Mal Zornesfaust einsetzen, damit das funktioniert. Dann muss er sich noch weiterentwickeln. Und hast getroffen? Nö. Wäre jetzt auch ein Ding gewesen. Da ist Stopp. Quatermark. Ne, wir machen mal weiterkämpfen. Lass mich überlegen. Ich weiß, dass du das warst. Mach nochmal. Ich glaube, mit Phantomkraft bin ich ganz gut dabei. Weil so geht eine Attacke von ihm ins Leere. Weil Felsgrab hätte jetzt wehgetan. Ah, das ist so. Ja, das ist gemein. Ja, war klar, dass du jetzt Felsgrab machst, ne? Aber weißt du was? Initiative singen. Oh nein. Ja! Verfehlt. Ich heile jetzt einfach gegen. Ah. Ich überlege gerade, ist Geist? Ja, Knattertox ist jetzt ihr letztes. Ich werde nicht verlieren, niemals. Also bitte leih mir deine Kraft. Ich überlege gerade massiv. Gangwechsel. Initiative steigt, das war so klar. Oh mein Gott, wie oft willst du dich denn boosten, Mann? Angriff steigt, ach so. Fähigkeit, aber war klar. Könntest du bitte aufhören? Ich meine, wenn der sich boostet, klappt das denn mit Profiteur? Ich habe das jetzt nicht gelesen. Wenn ein Statuswert eines Gegners steigt, profitiert das Pokémon ebenfalls dazu. Okay. Terrorausbruch. Profiteur ist ja schon richtig mega. Überlegt mal, wenn das Ding im Prinzip immer seinen Angriff verstärkt und auch seine Initiative, würde das ja auch bei ihm steigen, oder nicht? Überlebst, überlebst! Oh Gott sei Dank. Ja, okay. Ich heile einfach nochmal. Warum nicht? Ich kann's ja. Die heilt ja nie. Also die heilen ja nie. Also warum soll ich denn nicht heilen? Meine Verteidigung wurde jetzt gestärkt. Mach nochmal Gang schalten. Schade. Gangwechsel. Profitiere ich jetzt auch? Initiative und Angriff. Oh, wie geil, mein Angriff steckt auch.
Ja gut, bringt ja jetzt auch nichts, aber hätte ich das, ne? Das wäre so gut gewesen, dann hätten wir das mal ein bisschen anders machen können. Okay. Ich weiß nicht, was Flutterfee für einen Ton macht, Entschuldigung. Leute, es tut mir so leid. Nicht weinen. Ist das auf... Ich frage mich, ob das eine Maske ist oder aufgeschminkt ist. Wenn es aufgeschminkt ist, dann sollte sie vielleicht nicht weinen. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Es tut mir so leid. Ich glaube, ich bin etwas zu weit gegangen. Ach, mach dir keinen Kopf. Wir haben dich schließlich darum gebeten, das Training wie einen echten Kampf zu behandeln. Aber... Es gibt wahrlich keinen Grund, weshalb ihr um Vergebung bitten müsst. Noble Ryoba, eure Unterweisung hat mir den Weg zur überragenden Geschicklichkeit geebnet. Ja, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich mein Pokémon nicht entwickeln können. Dank dir können wir es jetzt sogar mit den Mormon an der Akademie aufnehmen. Das meinte selbst Big Boss. Wie du siehst, sind wir dir echt mega dankbar. Du bist ein Vorbild für uns alle im Team Ryoba. Ach, ihr übertreibt doch maßlos. Hihi. Allerdings trainieren wir schon seit 4 Stunden und so langsam bin ich am Ende meiner Kräfte. Ach, sorry, natürlich legt alle eine Pause ein. Ich gehe in der Zwischenzeit eine Runde joggen. Aber während wir anderen abwechselnd trainierten und somit kurze Pausen genießen konnten, habt ihr uns unentwegt unterrichtet. Ich komme nicht umhin, mich um eure körperliche Verfassung zu sorgen. Wie lieb, dass du dich um mich sorgst, Shugi. Aber in letzter Zeit ist es mir egal, wie müde ich bin oder wie sehr ich am liebsten weinen würde. Wir haben uns von den Arena-Ohren inspirieren lassen und unseren ganz eigenen Team-Ohren kreiert, nicht wahr? Wenn ich mir die ansehe, fühle ich mich stark. Sie motivieren mich, stets mein Bestes zu geben. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Du warst wirklich stark. Ich übergebe dir das hier nicht nur, weil unser Kodex es so vorschreibt, sondern auch, weil du es dir verdient hast. Ja, voll gut. Und das ist auch für dich. Die Attacke ist sowas wie mein Markenzeichen. Nahkampf. Das geht immer so schnell weg. Aber ich glaube, das macht auch selber Schaden. An einem selber. Ich weiß, dass du zur Operation Stardust gehörst, Maika. Aber während unseres Kampfes wurde mir klar, dass du kein schlechter Mensch bist. Das konnte ich daran erkennen, wie gut wie deine Pokémon dich angeschaut haben. Aber jetzt bitte ich dich, mich einen Moment lang nicht anzusehen. Ich kann es nicht ertragen. Alte Memme. Oh, Maika, du hast es also geschafft. Ryoba. Das ist das Teammitglied, gegen das du am Tor gekämpft hast. Ich habe sie gebeten, für ein kurzes Gespräch mitzukommen. Worüber wolltest du sprechen? Ich habe den Eindruck, dass du mit deinem Boss anders umgehst als die anderen Rüpel. Wie kommst? Denen geht wohl gar nichts, was? Na gut, ich erklär's euch. Früher konnte ich Ryoba nicht ausstehen. Seht sie euch nur an. Sie ist eine klasse Trainerin, absolute Sportskanone und hübsch noch dazu. Kein Wunder, dass Ryoba seit ihrem ersten Tag an der Akademie so beliebt war. Ich hingegen, die vor ihr als beliebteste Schülerin galt, stand plötzlich in ihrem Schatten. Deshalb warst du dann gemeint zu ihr? Ja, ich brauchte auch unsere Klassenkameradin dazu, auf ihr rumzuhacken. Wir waren richtige Idioten. Doch so wie ein Kind schnell das Interesse an einem neuen Spielzeug verlieren, so wechseln Mobber ihr Ziel, wenn die Langeweile einsetzt. Das nächste Mobbing-Opfer fand ich dann. Ich hatte es wohl verdient, aber Ryoba, sie half mir, obwohl ich vorher so fies zu ihr gewesen war. Sie wusste, wie schwer es ist, nirgendwo dazuzugehören und lud mich zu Team Star ein. Obwohl du sie gemobbt hattest? Was für ein herzensgutes Mädchen. Ja, das ist sie. Und seit ich dem Team beigetreten bin, habe ich richtig viel Spaß. Manchen Gerüchten zu folgen, soll ja Team Star andere mobben. Aber glaubst du das wirklich, nachdem du meine Geschichte gehört hast? Nun also, Ryoba und Team Star haben mir geholfen, zu der Person zu werden, die ich heute bin. Bitte nimmt uns unseren kostbaren Schatz nicht weg. Jetzt flende ich rum, Kind. Bring, bring. Maika, Ryoba hat hier ihren Teamorden gegeben und damit ihren Bossstatus abgelegt, oder? Ihr Boss ist jetzt weg, also sollte die Kampfbande kurz vor der Auflösung stehen.
Joba. Damit haben wir die Bosse aller Banden zum Rücktritt gezwungen. Ich bin mir sicher, dass alle fünf infolge ihrer Niederlage früher oder später auch Team Star verlassen werden. Sie sollten also bald wieder zurück an die Akademie kommen. Gute Arbeit, Maika. War das gerade Leval? Auch du hast ganze Arbeit geleistet, Cassiopeia. Danke. Was deine versprochene Belohnung angeht, Maika, ich werde wie üblich einige LP auf dein Handy laden. 20.000. Du kannst, ja. Oder fällt mir ein, diesmal übernehme ich die Aufgabe des Versorgungstrupps, oder? Genau, bitte übergib Maika noch die zusätzlichen Belohnungen. Die Zeit ist gekommen. Operation Stardust befindet sich in ihrer Endphase. Jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Big Boss besiegen und Team Star endgültig auflösen. Oh, wo ist er? Keine Sorge, du musst nicht lange suchen, denn Big Boss bin ich. Dam, 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 dam. Tut mir leid, ich wollte euch nicht so lange vorenthalten, aber der richtige Zeitpunkt hat sich nie ergeben. Ich habe Team Star gegründet, die Mitglieder des Team Stars, des Teams waren meine Freunde. Nicht nur das, sie waren mein größter Schatz. Doch das jetzige Team Star macht alle nur noch unglücklich. Deswegen möchte ich, dass sich das Team gemäß unserem Kodex auflöst. Maika, ich werde nachts auf dem Sportplatz der Akademie auf dich warten. Leval, es wäre gut, wenn du auch kommst. Verstanden. Dann sehen wir uns dort. Ja, jetzt aber zu hell dafür. Bei Big Boss handelt es sich also um Cassiopeia. Das hätte ich kaum für möglich gehalten. Aber jetzt habe ich auch eine Vermutung, wer sich hinter Cassiopeia verbirgt. Unser Treffpunkt ist der Sportplatz der Akademie bei Nacht. Wir sollten uns gut auf das Treffen vorbereiten. Kann ich jetzt zur Schule gehen, ohne dass... Wieso sind jetzt hier auf einmal Bären? Egal, wir fragen dich noch. Ach, da wollte ich gerade sagen, das ist wieder so ein Dings, aber nein. Guten Tag. Pokémon heilen, bitte. Lief doch voll gut. Und theoretisch könnten wir jetzt den Champ machen. Bitte wäre uns bald wieder, ja. Gucken wir mal, wer ist jetzt... Ja, die ist mit Dings. Bericht. Spitzname ändern. Ich muss leider einen D wegnehmen. So. Flatter, wie hat 200? Du kommst mal hier runter. Du kommst hier hoch. Jo, sieht doch ganz gut aus. Was sagt die Uhr? Ja. Gut, ich würde jetzt hier so ein bisschen weiter erkunden. Pokémon fangen, gegen die Trainer kämpfen. Wenn ich sie finde. Unter der Voraussetzung, dass ich sie finde. Oh, da ist einer. Und, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin am überlegen, wie wir denn weiter vorgehen, weil... Da ist das AP Plus, was ich ganz gerne gehabt hätte. Ich halte es nicht aus. So. Wenn man jetzt nämlich mal hier so rausgeht, kann man nämlich sehen, was ich jetzt alles gemacht habe. Aber ich dachte, man könnte jetzt genauer gucken. Also ich muss zum einen zu dem Kutscherico-Fahrt hier. Wird mir das jetzt angezeigt? Hoppala. Also hier zum Kutscherico-Fahrt, weil... Wo ist er jetzt hin? Aladdin. Hier. Hier ist ja Pepper. Dann... Muss ich hier zu Cassiopeia und dann muss ich da irgendwie hinkommen. So, aber wir, ich sag's mal so, wir haben hier noch nicht alles erkundet. Hier fehlt mir noch so ein bisschen was. Ich habe auch noch nicht alle Pokémon gefangen. Obwohl das ja jetzt auch nicht so wichtig ist, alle Pokémon zu fangen. Weil ich mache ja den Pokédex eh nicht voll. Das war bei Legenden Arceus musste ich den Pokédex voll machen, aber hier ist das ja nicht so
Ne, hier ist das ja nicht so. Ich habe immer das Gefühl, denn irgendwas zu verpassen. Ja, da waren wir ja schon. Jetzt bin ich genau in die falsche Richtung, ne? Sehr gut. Ich wollte eigentlich in die Richtung. Geronimo! Ich wollte ja eigentlich dahin. Da oben ist garantiert irgendwas. Ich schwöre. Das ist bestimmt ein geiles Item oder so. Und wehe, du gehst jetzt in den Senkflug, bevor wir da überhaupt angekommen sind. Dankeschön. Ja, muss mal gucken, wie wir es am besten machen, ne? Das ist so nicht so einfach, tatsächlich. Ich würde ganz gerne die Top 4 und das mit dem Champ halt machen, wenn wir die anderen zwei Aufgaben gemacht haben. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das gar nicht geht. Gehst du jetzt da mal hoch? Und das mit der Schule wollte ich ja auch noch weitermachen. Damit wir irgendwann mal zu den Prüfungen machen können. Prüfungen noch fertig machen können. Ich glaube, wir machen das folgendermaßen. Wir werden jetzt als nächstes das mit dem Team Star jetzt abschließen. Und dann werden wir das mit. Bleibst du oben. Da glitzert was. Mit Team. Genau, wir machen das jetzt mit Team Star im Prinzip im nächsten Part. Dann ist die Schule soweit wieder frei. Ich sage, okay, das geht. Damit kann ich leben. Und dann macht man das mit Pepper und dann mit den Top 4. Ich weiß halt nur nicht, ob ich. Wann ich die ganzen Bonbons uns einsetze. Ob wir die jetzt schon machen oder eher so später. Wir werden es sehen. Ne, Kreideschrei. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und. Ey, bye bye.